Auf den hochgelegenen Grasheiden rund um den Großglockner genießen Murmeltiere den kurzen Sommer. Sie leben in festen Familienverbänden mit ihren Eltern. Erst mit 3 Jahren verlassen sie ihre Gruppe, um sich einen Platz in einem anderen Clan zu erkämpfen. Das Hochgebirge ist eine abweisende Welt aus Stein und Eis. Kaum irgendwo ist die Herrschaft der Kälte so streng wie hier. Und doch schaffen es einige am Dach Europas zu überleben. Sie haben gelernt, Tiefschnee, Wind und Eiseskälte zu trotzen. Wer in dieser vertikalen Welt zurechtkommen will, braucht spezielle Fähigkeiten. Denn es ist eine lebensfeindliche Umgebung, über die der Adler seine Kreise zieht. Hier kann nur ausharren, wer absolut frostsicher ist. Schneehühner können dank ihres flauschigen Gefieders den hochalpinen Winter im Freien überleben. Selbst Temperaturen unter minus 25 Grad sind für sie kein Problem. Zum Übernachten oder auch wenn der Sturm zu stark wird, graben sie sich in den Schnee. Hier hat es nur minus 5 Grad, eine für das Schneehuhn komfortable Temperatur. Die Isolierung ist so wirkungsvoll, dass es unter einer meterdicken Schneedecke nie unter minus 1 Grad abkühlt. Davon profitieren auch die Schneemäuse. Die kleinen Nager verbringen hier gut geschützt den gesamten Winter. An der Oberfläche tobt immer noch ein eisiger Sturm. Vor einem solchen Wetter verschließen die Murmeltiere lieber gleich die Augen. Sie haben sich bereits im Herbst unter die Erde zurückgezogen. Im Murmeltierbau ist es bei ein paar Plusgraden wohlig warm. Immer wieder unterbrechen sie ihren tiefen Schlaf, um ihre Körpertemperatur kurz anzukurbeln. So werden auch die Jungen gewärmt, um den langen Winter zu überleben. Die Gämsen sind den Launen des Winters, abgesehen vom Schutz durch ihr dichtes Fell, hilflos ausgesetzt. Um jetzt an das wenig Fressbare zu kommen, müssen sie tief im Schnee scharren oder abgewehte Grate aufsuchen, wo der Wind Fressbares freilegt. Beides ist ein gefährliches Unterfangen in den lawinengefährdeten Steilhängen. Auch die Steinböcke schützt kein Unterschlupf vor dem bitteren Frost. Mit seinem weißen, dichten Winterfell scheint der Schneehase geradezu ein Verbündeter des Schnees zu sein. Seine Strategie: ein warmer Pelzmantel, ducken und tarnen. Im April steht die Sonne bereits wieder höher am Horizont. Langsam beginnen auch im Gebirge Schnee und Eis zu schmelzen. Die Murmeltiere sind endlich aufgewacht. Ob
Obwohl ihr Reich noch unter einer dicken Schneedecke liegt, versammelt sich die gesamte Familie, um den Frühling zu begrüßen. Der Schneehase hat sich verändert. Sein weißes Fell wechselt die Farbe und wird braun. Nach dem langen, kargen Winter warten wahre Leckerbissen. Die ersten nahrhaften Blüten und Kräuter des kurzen alpinen Frühlings. Ende Juli ist auch im Hochgebirge Sommer. Die Gletscher liegen jetzt frei. Wer hier leben will, muss nicht nur mit eisiger Kälte, sondern auch mit starker Sonneneinstrahlung und Hitze zurechtkommen. An einem heißen Tag können auf kleinstem Raum Temperaturschwankungen bis zu 80 Grad auftreten. Wüste und Arktis liegen hier gleichsam nebeneinander. In der Gipfelregion über 3000 Meter können nur noch wenige Blütenpflanzen existieren, wie der Gletscherhahnenfuß. Da sich Pflanzen nicht bewegen können, müssen sie extrem gut an ihre Standorte angepasst sein. Sie liegen dicht am Boden, um das günstige Mikroklima auszunutzen. So sind sie windgeschützt und können sich schneller bei Sonnenschein erwärmen. Der Gletscherhahnenfuß braucht mindestens 2 Jahre für den Aufbau einer einzigen Blüte. Pech, wenn diese dann gleich einer hungrigen Schneemaus zum Opfer fällt. Die Schneemaus kann die proteinreiche Nahrung jetzt gut gebrauchen. Sicher im Geröllfeld verborgen, hat sie ihre Jungen versteckt, die sie jetzt säugen muss. Auch der Mauerläufer kehrt mit Futter zu seinem Jungen zurück. Er ist der beste Kletterer unter den alpinen Wirbeltieren. Selbst senkrechte Felswände sind für diesen Free Climber kein Problem. Diese hat er als bestens geschützte Kinderstube für sein Junges ausgewählt. Steinböcke sind ebenfalls exzellente Kletterer. Die Männchen beginnen bereits früh zu wetteifern. Gemeinsam mit den Gämsen ist ihnen die erstaunliche Meisterschaft im Springen und Klettern. Manchmal hat es geradezu den Anschein, als würden die jungen Gämsen vor Übermut tanzen. Ein gutes Training für Steilhangbewohner. Für die Murmeltierfamilie ist der Sommer eine Zeit des Überflusses. Die Jungen gehen ihren 2 Lieblingsbeschäftigungen nach: Fressen und Spielen. Murmeltiere sind wachsam. Immer ist ein Augenpaar himmelwärts gerichtet. Gefahr lauert überall. Die Jungen sind im offenen Gelände am Präsentierteller, deshalb halten Wachposten ständig Ausschau. Bei Alarm verschwinden alle blitzartig im schützenden Bau. Aber nicht alle Jungen sind gleich folgsam. Diesmal ist es noch einmal gut gegangen und der Adler geht leer aus. Im Gebirge droht Gefahr auch noch von einer anderen Seite. Ein Wetterumsturz kündigt sich an. Von einem Moment zum anderen kann der Winter zurückkehren und das mitten im Sommer. Und wenn es für die Murmeltiere zu ungemütlich wird, ziehen sie sich einfach in ihren warmen Bau zurück.
Alpen. Pflanzen müssen selbst im Hochsommer extreme Wettersituationen aushalten, um im Hochgebirge leben zu können. Frost und Schnee sowie Aufheizen durch starke Sonneneinstrahlung liegen nah beieinander. Langsam verziehen sich die Wolken und die Sonne kommt wieder hervor. Doch der Sommer vergeht schnell im Reich der Murmeltiere. Die Jungen müssen in der kurzen Zeit, die ihnen bis zum Winter noch bleibt, deutlich an Gewicht zulegen. Bereits Ende August hat sich die Landschaft verändert. Das saftige Grün der Bergwiesen hat sich in Gold, Gelb und Braun verwandelt. Jetzt muss Heu gesammelt werden. Nicht als Futter, sondern um den Bau möglichst komfortabel und mit guter Wärmeisolierung auszustatten. Der Winter kommt schnell, manchmal sogar über Nacht. Im Oktober hatte das Hochgebirge bereits wieder fest im Griff. Doch davon merken die Murmeltiere nichts mehr. Sie schlafen bereits und werden erst in 7 Monaten wieder aufwachen.